Frau Borchers, nennen Sie doch mal drei Gründe, warum man das Fach in Bremen studieren sollte. Also, der erste Grund ist, es gibt dieses Fach nirgendwo anders. Das heißt, die Studierenden müssen nach Bremen kommen. Das ist aber auch nicht weiter schlimm, weil Bremen eine sehr schöne Stadt ist, weil die Bremer Universität eine sehr gute Universität ist und weil das Fach interessant ist, viele Möglichkeiten bietet und, glaube ich, den geistigen Horizont und den wissenschaftlichen Horizont sehr, sehr bereichern wird. Was macht das Fach denn so spannend? Das Fach macht spannend, dass es eine Innovation darstellt, insofern als dass vier Fächer zusammenkommen. Das ist neu. Es gibt zwar schon Studiengänge, die zwei oder drei Fächer studieren, aber mit unseren vier Fächern Philosophie, Ökonomie, Rechtswissenschaften und Politikwissenschaften stehen wir im Moment einzigartig da und das macht auch Sinn. Denn viele Probleme, zum Beispiel große Themen wie Gesundheitsreform, Steuergerechtigkeit und so weiter, beinhalten ethische, ökonomische, politische und rechtliche Aspekte. Und unsere Studierenden sollen lernen, sich mit diesen Aspekten systematisch und angstfrei auseinanderzusetzen, ein Problem gut analysieren zu können und eine sachgerechte und möglichst rationale Lösung finden zu können. Was kann man denn damit nach Ende des Studiums anfangen? Welche Karriereaussichten gibt es denn für die Studierenden? Also der Studiengang heißt ja komplexes Entscheiden. Das heißt, wir sind darauf aus, eine bestimmte Fertigkeit zu vermitteln, eben die Fähigkeit, gut mit komplexen Entscheidungssituationen umgehen zu können. Und der Untertitel heißt ja Professional Public Decision Making. Und in diesem Public Decision Making ist schon so ein bisschen angedeutet, in welche berufliche Richtung das Ganze gehen wird, nämlich öffentliche Verwaltung, aber auch alle möglichen Behörden, Institutionen, Organisationen, wo komplexe Entscheidungen zu treffen sind.